Hallo und Vivi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Brilliant Diamond. Brillanter Diamant, strahlender Diamant, wie ihr es auch nennen wollt. Es ist ein Diamant. So. Wir müssen nach Augsburg. Ich weiß nicht mehr. Flappburg. Wo ist die Flagge da hinten? Das heißt, wir fliegen jetzt nach Jubelstadt. Und dann surfen wir darüber. Ey, flapp da rap. Zapp da rap. Ey, keine Müdigkeit vorschützen. Hier hatten wir ja unser Cavador gefangen. Was sich immer noch auf der Bank befindet, weil immer noch Stonks das Wasser-Pokémon übrig haben. Was ist mit dem los? Ja, mit dem möchte ich gar nicht reden. Ich möchte einfach nur vorbei. Bam, bam, bam. Hallo, Wingul-Mädchen. Ich muss jetzt mal lossurfen. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, mit dem Beeparabobo. Wie cool. Ah, voll schön. Und da bin ich. Dachtest du, wo ich kämpfe gegen dich? Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Ein Mann des Meeres ist aber auch ein Spaß. Matrose Rappo. Mit Mantyops. Oh. Guckt euch den Süßling an. Der ist schon sehr süß. Giftstreich sollte da reichen. Und Slash. Aber jetzt kommt man endlich wieder in ein Gebiet, wo ich neue Pokémon fangen kann. Was schön ist. Und Sally 38. Garados. Könnte überleben tatsächlich. Muss ich dazu sagen. Auch mein Giftstreich. Ich könnte X-Bad auch Volt-Tackeln beibringen, das, wenn er es erlernen kann, vorausgesetzt. Knöcher. Tja, ich bin halt... Ich lasse mich doch nicht einfach wegknirchen. Das wäre eigentlich ganz cool. So könnte ich halt auch auswechseln, ohne dieses ständige Ich-kann-nicht-auswechseln-Problem. Aber das muss man immer abwägen, ob sich das jetzt lohnt. Blaupass Level 40... Die hat auch wieder nichts davon gesagt, dass wir jetzt Pokémon bis Level 50 gehorchen, ne? Oder habe ich das einfach wieder nicht gelesen? Hä, und du? Du willst nicht kämpfen, oder? Hey, danke, drei Blütensticker. F. F für Blütensticker. So, ist das hier immer noch 218? Ja. Schade, ey, ich würde hier gern was fangen. Oh. Da ist es etwa ein geheimes Item. Das hole ich mir natürlich. Schauen wir mal an, was wir hätten anstelle von Carpador hier bekommen können. Oha. Direkt ein Bourgelin. Bourgelin. Oh. Gefährlich. Bourgelin hat meinen Kadabra auseinandergenommen. Ach. Das ist Rocken, der Rhythmus des Kampfes. Okay. Dann zeig mal, was du so drauf hast, du kleiner Rhythmuskämpfer. Gitarrist Vitali, Alter. Wie sieht der denn aus? Oh ja, der hat sein extra für seinen Verstärker mitgebracht. So, wie töte ich den denn? Mit einem Giftstreich? Ich glaube, ja. Ich glaube, so ein Giftstreich kann man da schon mal machen mit einer 7. Mhm. Zack. Und weg. Ich schwöre, mein X-Bad wird einfach Pro. Viele fragen sich immer so, zu Bad voll Kacke. Aber X-Bad ist schon sehr geil. Aua. Hey, wie ich komme an dem einfach vorbei, ohne mit dem zu kämpfen. An dem auch. Glas Honig. Keiner von euch kämpfen oder muss ich mit euch reden? Tatsächlich. Hätte ich mal nicht mit dem geredet. Egal. Schauen wir mal. Ein Garados, der sollte echt wechseln auf Luxio. Hier kommen jetzt so viele Wassertrainer. Was ist denn die nächste Arena? Drache?
Nee, Drache kommt zum Schluss, oder? Ich mache wieder einen Giftstreich, der eventuell ja auch vergiften kann. Oh, dieses Karados war ja kacke. Okay, ich habe gekrittet. Umgelaufen. Und noch ein Karados. Hoffentlich kritt ich wieder. Also ein Level höher. Ja, tut mir leid. Ey, durch Konzentrator kannst du meinem Angriff nichts anhaben. Damn. Ey, Stonks, ey, haben so einen Dunkelnebel, okay. Möchte ich Dunkelnebel haben? Zeigen Dunkelnebel, alle veränderten Statuswerte, Kampfteilnehmer werden annulliert. Für Superschall vielleicht? Ja, komm. Superschall ist kacke mit 55 Genauigkeit. Und so ein bisschen die Felder wieder gerade richten, kann ja nicht schaden. Rambos! Oh ja, Stahlattacke. Eigentlich geiler als Gyroball, oder? Wir haben 29 Initiative. Oh, schwer. Verlerne ich Gegenstoß? Boah, oder Hypnose. Hypnose ist geil zum Pokémon fahren. Ja, wir lassen Rambos weg. Wenn ich irgendwann Rambos brauche, kann ich es immer noch erlernen. Bam, 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 bam. Kämpfen wir gegen den auch noch, aber erst vorher tauschen wir. Pass auf, jetzt hat er keine Wasser-Pokémon oder Morlord oder sowas. Wo, Shinxi nichts nützt. Könnte ich mir vorstellen, dass ich so wieder hart reingetrollt werde. Oder Felino reicht ja auch schon. Ist ja auch schon was, aber ach du Scheiße. Der Dude hat einfach nur Kabados gefangen. Hat sich ja komplett nicht gelohnt, den herauszufordern. Na egal, nehmen wir mit. Das soll sich ja auch nicht aufregen. Wir machen hier einen Funkensprung. Wie jedes Carpador. Klatschen wir jetzt weg. Vielleicht hat er auch noch einen Garados. Was auch okay wäre. Wir leveln gut. Oh, guck mal, das ist auch das Garados. Das ist doch schön. Jetzt kommt Bedroher. Kannst ruhig meinen Angriff runter machen. Mit vierfach Schwäche hast du sowieso keine Chance. Denn so ein Funkensprung, der ballert. Rabautz. Und weggefallen. De und ein Carpador. Le Carp de Dor. Und Funkensprung. Wahrscheinlich war das jetzt schon sein stärkstes Pokémon, das Garados. Und jetzt kommt nichts mehr. Echt umgelaufen. Ja. Da war so ein Trainer. Der setzt nur Carpadors ein und plötzlich Garados. Ich meine, Trainer mit 6 Garados. Wenn der Gegner jetzt kein Elektro-Pokémon hat, kann man doch schon mal mit einrocken. Ist nicht so, als wenn man dadurch schlechter wird. Aber wenn du halt nur Carpados hast, auch noch auf 26, obwohl die alle Garados sein könnten, fragt man sich natürlich, wo ist der denn falsch abgebogen? Kann ich denn auch nichts machen. Ich hoffe, ich bin laut genug. Manchmal denke ich, ich bin zu leise, dann denke ich wieder, ich bin zu laut. Es kommt immer drauf an. Ich möchte jetzt endlich mal auf eine neue Route ein neues Pokémon fangen. Yes. So, wir haben hier alles erledigt. Hallöchen. Oh. Hey hier, wir haben uns hier eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß nicht, du weißt nicht, wer ich bin, ne? Ich bin doch Professor Albis Assistent. Der Professor hat mich gebeten, den Pokédex aufzurüsten. Also bin ich in der Institution gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gibst du mir bitte kurz den Pokédex mal sehen? Wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Klick, klick. Na nun, dein Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Option, mit der du die männlichen und weiblichen Versionen von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. Ja, jetzt will ich dich nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen.
Und kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Vorfall in Jubelstadt breitet sich dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles so halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Bis bald. Also hat er jetzt mein Ding jetzt geupgradet, ohne Grund, weil es schon geupgradet war. Mensch, ich habe vielleicht einen Durst. Das ist eine Referenz auf den von Safronia City. Ich bin schon in Fleetburg. Hier kann ich aber auch einen Pokémon fangen. Fleetburg. Die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Ja, schön. Ich hoffe, hier möchte jemand wieder tauschen. Fleetburg soll es einen alten Mann geben, der Vergesslichkeit ansteckend ist. Okay, hier gibt es einen Attackenverlerner. Nanu, was ist passiert? Deine Kleidung sieht nass aus. Bist du etwa ein Strom bei Samtgämme schwimmen? Nein, hä? Was zum Teufel? Dieser Perverse. Ja, gucken wir mal weiter. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainern leben. Okay. Hallo Trainer, schau mal. Ist eine Zwischenladung aus meiner Frachtgruppe gefunden. Danke, TM48. Ist das gut? Was ist das denn? Ah. Was? Was ist das für eine Attacke? 48? Fähigkeitentausch? Sowas gibt's? Gehen erst mal gucken, ob wir hier einen kleinen Einkauf tätigen können. Ja, wieder Ball habe ich schon geholt. Hallo. Willkommen, wie kann ich helfen? Ich möchte was kaufen. Und zwar Überbälle. 13 Stück habe ich schon. Kaufe ich nochmal 7. Wieder Ball können wir nochmal 3 mitnehmen. Damit wir auch von jedem Ball ein paar Exemplare haben. Hypertrank. Ach, ich weiß nicht. Kann ganz nützlich sein, aber. Nächstes Haus. Wasser-Pokémon in Fleetburg. Hallo. Also, wer bin ich noch gleich? Achso, ja, das ist der Attackenverlerner. Den braucht es eigentlich nicht mehr. Es gibt ja keine VMs mehr. Komm, Fleetburg, die Stadt am Kanal. Früher werden von diesem Haufen Güter in alle Welt verschifft. Ja, das ist natürlich gut. Jetzt sind wir erstmal ein Pokémon Center. Okay, und du? Adam. Ah, ist hier schon der nächste Arena-Leiter in Fleetburg? Bedfleet. Ja, ich könnte auch eigentlich mal Roselia bald ins Team holen. Hallo, ich möchte mit dir reden, mit dem Anton-Mensch. Ah, ihr Anton kann Zukunft heraussagen. Ich glaube, ich... Was denn hier? Lass mich doch mal in das Schild gucken. Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Hallo, dann lass mich doch mal rein. Ah, kann man... Ah, gibt es hier nicht dieses Mädchen, was von dieser Krankheit befallen ist? Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Ups. Hey, ja. Willst du etwas heißigen Arena-Leiter herausfordern? Dann sollst du aber jetzt vorher prüfen, ob du auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anders als ich mit meinem niegelnagelneuen Orden. Also wenn ich dich besiege, besiege ich dann auch den Arena-Leiter, willst du damit sagen. Easy Cake. Stavavia. Na gut, dass ich meinen guten Freund Shinxi vorne habe. Der hat auch einen Beaujolais, ne? Jetzt ist die Frage, mache ich einen Voltwechsel? Oder bleibe ich mit Shinxi drinnen? Alle bis auf Shellast können wir ja, kann ich wahrscheinlich Easy One-Hitten von ihm. Mal schauen. Wir lassen uns ja manchmal nicht überraschen. Scaraborn ist Flug auch. Voltwechsel. Machen wir einfach mal direkt einen auf gewechselten Volt. Wow, Sophie hat es nicht abgezogen. Aber Hanzo, weil Hanzo wird dann mit seinem Giftstreich den Rest erledigen. Durchbruch, oh, das tut mir jetzt aber leid. Mit deinem Kampf-Pokémon kannst du hier nicht viel machen. Ich gebe jetzt mal einen Giftstreich ein. Was? Die rufen zurück? Das ist aber auch jetzt nicht dein schlauster Move gewesen. Sorry, aber... Hä?
Wieso hat er das getan? Wieso hat er ihn... Das hinterfragen wir einfach nicht. Nehmen wir es einfach so hin, wie es ist. Dass der jetzt gerade reingekackt hat. Seinen Head-Pokémon einfach reingeschickt und es sterben lassen. Da ist Bammelin. Ist noch ein Bammelin tatsächlich. Dann mach ich auch einen Giftstreich. Quatsch. Keine Chance, ey. Das ist X-Bad-OP. Kannst sagen, was du willst. Bam. Und Bonita. Stimmt, das hat er auch noch. Machen wir auch einen Giftstreich? Ich vermute ja. Aber easy. Ich hätte Hunger auf Gebäck. Habt ihr auch manchmal so Hunger auf Gebäck? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Ah, Mann, ey. Ist ja dumm von ihm gewesen. Es ist noch nicht zu Ende. Werde ich noch mehr Pokémon fangen? Oder so. Ja, sorry. Ein Giftstreich sollte reichen. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich überlebt er. Nee, okay. Schade. Guten Kampf hat er nicht hingelegt. Sind wir ehrlich. Blaubarrecht Level 41. Ruheort. Hm. Will ich Mimikry dafür weghaben? Das ist eine gute Frage. Widerhall Spezial und Geschwätz auch Spezial. Mimikry. Im Zweifelsfall nützt mir Mimikry nicht so viel. Halt ein Heal. Heal habe ich gerne. Tja, Biest. Was? Du willst mich weiß machen, dass ich verloren habe? Ja. Möchte ich. Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, na und? Aber hör mal. Dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistert und sich selbst zum Champion krönen wird. Ganz genau. Nämlich ich. Aber egal. Du scheinst in der Arena leider jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Ja, nicht so schnell Arena-Leiter hintereinander spammen. Hab doch erst einen Orden gewonnen, ne? Erstmal einen kleinen Heal. Weil wir waren ja auch angeschlagen. Vom Kampf. Bampe, bebe. Und wieder raus. Und runter. Fleetboat Bibliothek, da sollte ich ja rein, ne? Oh Mann, ich kann hier nicht angeln in der Stadt. Hier ist die Arena-Leiter. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich lese, liebe Lesen über alles. Wenn ich lese, entführen mich die Bücher in fremde Länder und Gezeiten. Okay, mach das. Ich muss mit dem Mann hier noch reden. Die Arena-Leiter und Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Dort trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Ich respektiere das. Eine Cresselia kann man hier holen, ne? Hier ist wieder keiner. Ich erwarte schon, dass es hier ein paar Events gibt. Mindestens. Guten Tag. Unser Junge hat einfach zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Hä? Ist er nicht der, der dann einschläft? Ich werde mein Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Ach, halt Maul. Abgehoben von dem. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es diese Stadt einen versteckten Weg geht. An dessen Ende befindet sich ein Schatz. Ich sehe es. Wie komme ich da hin? Über dieses Wasser hier. Oh ja. Und das bedeutet auch, ich kann hier ein Pokémon fangen. In dieser Stadt. Jetzt komm. Ach man. Sag mir nicht, es kommt kein Pokémon. Ich würde viel Wert legen darauf, dass hier ein Pokémon kommt. Ah ja, aber die Wasseranimation ist schön. Ja gut, hier gibt es scheinbar keine Pokémon im Wasser. Doof. Klar, wir folgen von dem Jungen die Intuition und holen uns die Kehrtwende. Der Voltwechsel der Käfer-Pokémon. Aber ich habe gar kein Käfer-Pokémon. Fährst du zur Eiseninsel eigentlich? Möchtest du uns richtig stechen? Ich könnte eigentlich mal zur Eiseninsel fahren, ne? Dort gibt es bestimmt ein paar Eisen-Pokémon. Ist ja echt keine Pokémon. Komm schon. Gönn doch. Kann ich angeln?
Ich habe die Angel zu schnell eingezogen. Ich lose. Habe ich eigentlich schon eine bessere Angel als Angel? Hey, als ob die hier keine Pokémon einprogrammiert haben. Ich krieg den Kräuter. Sag hier Items. Ich habe doch safe schon eine bessere Angel. Da, guck mal, die Profi-Angel. So. Einsetzen. Also ich habe die schon ausgewählt, ne? Ach komm. Ach doof. Mann. Wie soll ich in der Stadt was Gutes bekommen? Vielleicht hier von Land aus. Komm schon. Ich will auch einen Kapador nehmen. Arsch. So, ja, was soll's? Also mache ich jetzt erst einen Abstecher zur Eiseninsel oder. Was ist denn hier überhaupt für eine Arena? Das kann ich mal lesen. Adam, der Mann mit Muskeln aus Stahl. Stahl-Pokémon? Ich wollte hier nicht in den lokalen Raum. Stahl-Pokémon? Oh. Stahl-Pokémon. Ja. Ich bräuchte ein Feuer-Pokémon. Viele Stahl-Pokémon werden wahrscheinlich auch von Server kaputt gehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Unfall. Weil Hanzo useless. Kelvin Stein zu gefährlich, wird sterben. Shinxi nahezu useless. Plaupa nahezu useless. Benny zu klein. Aber nahezu useless. Sally. Wir müssen die ganze Arena mit Sally machen. Ja, uff. Ich würde sagen, ich gebe euch hier die Hand, einen Daumen hoch. Ich winke euch zu. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, weil ich gerade noch nicht weiß, wie wir das meistern sollen. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst einen Daumen da, wenn ihr zu viele habt. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.